Es hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass das liberale Milieu der 90er und 2000er Jahre dann doch viel heterogener war, als die meisten, die in diesem Milieu sich bewegt haben, selber gedacht haben. Man sieht Tendenzen, zum Beispiel die AfD, die ihren eurokritischen liberalen Professorenflügel abgestoßen hat. Man sieht es in der Hayek-Gesellschaft, man sieht es in Blogs wie der Achse des Guten, dass plötzlich eine doch recht aggressiv auftrumpfende Strömung, die nationalistisch denkt, die teilweise völkisch denkt, die religiös denkt, also so ein konservativer Katholizismus ist da wieder angesagt bei einigen, den Liberalismus versucht zu kapern. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man sich fragt, was ist eigentlich liberal? Was ist eigentlich Liberalismus? Reicht das, wenn wir uns unter der Parole treffen, wir wollen niedrigere Steuern und weniger Staatsbürokratie? Weil das können die Nationalisten und die Rechtskonservativen auch unterschreiben. Aber sie können nicht unterschreiben, wenn es um gesellschaftliche Fragen geht.